Hallo Freunde, ich spiele hier nur an meinem Klavier, am Kühlschrank. Ja, ich habe ein Kühlschrankklavier. Da sind auch Brote drin. Was? Ein Brot? Ich bin Brot. Ja, kleines, klitzekleines Toastbrot da drin. Es liegt auf dem Tisch und muss zum Toaster hin. Ja, ein kleines Toastbrot hat ein schwerer Weg vor sich. Doch wir machen da gern mit und lassen ihm nicht in Stich. Ja, klitzekleines Toastbrot, viele Gefahren lauern auf dich. Aber da steht auch ein Skateboard, vielleicht fährst du mal damit. Wir müssen jetzt zum Toaster und das Brot muss auch dahin. Und wenn wir dann mal da sind, dann bleiben wir da drin. Ja, er fängt an zu rosten, krostig braun kommt er wieder raus. Und dann muss er auf den Teller, oder er springt gleich mal raus. Ja, klitzekleines Toastbrot muss zum Toaster hin. Und wenn wir dann auch mal da sind, dann lassen wir ihn da drin. Ja, klitzekleines Toastbrot, leicht wird der Weg nicht. Aber wir machen da schnell mit. Nein, wir lassen dich nicht im Stich. Denn klitzekleines Toastbrot, ja, wir helfen dir ja gern. Entweder hier aus der Nähe oder auch von fern. Hallo Freunde und herzlich willkommen zu Ich bin Brot, I am Bread von den Bossa Studios. Kennt man auch von dem Search and Simulator. Und ja, mit diesem kleinen Liedchen. Ich weiß nicht, was das jetzt war, aber ich musste das einfach. Hört sich mal diese Musik an, man wird einfach so fröhlich. Man sieht diesen Kühlschrank, Unity steht da, da steht Babs Dinner, da klebt ein Brot an der Wand, ein kleines Schild, was uns willkommen heißt. Was gibt's Schöneres? Und da haben wir sogar noch einen Blue Flag vom Circle Simulator. Und ja, ihr seht richtig, wir spielen das Ganze mit der Webcam. Und ich hoffe, ihr habt Lust drauf, weil das Spiel ist sehr verrückt. Wie man vielleicht schon an diesem kleinen Startbildschirm sieht. I am Bread heißt das, gibt's auf Steam seit, ich glaube, wie spät haben wir jetzt? Warte mal. Wir haben jetzt ungefähr 7:30 und seit 19 Uhr gibt es das Spiel. Im Early Access kostet, glaube ich, momentan 9 Euro. Und ja, ich wollte das Ganze mal ausprobieren. Ich habe das schon vor längerem mal gesehen, weil es war ja dieser, in dieser Herbst-Sale war ja. Und ja, habe ich mir gedacht, also kann man, da gibt es ja dann verschiedene Knöpfe, wo man da draufklicken kann, dann stand da bald verfügbar und dann stand da I am Bread. Dann habe ich mir das Ganze mal angeguckt und das fand ich ganz lustig und ich habe es dann jetzt gerade kurz angetestet und wollte dann jetzt direkt mal loslegen und ich fand diese Musik so geil. Ja, dieses kleine Toastbrot lassen wir nicht im Stich. Ja, und ich würde sagen, ich rede jetzt gar nicht mehr so lange hier. Wir spielen einfach mal ein Play, ne? Ich spiele mit diesem Controller hier, zack, zack. Weil Tastatur fand ich dann doch ein bisschen schwierig. Ihr werdet gleich sehen, warum. Ich lege jetzt einfach mal los mit I am Bread. Ich bin Brötchen oder ich bin Brot. Ich bin Toast. Und ja, wollen wir mal starten, ne? Ich drücke mal auf Play. Ich habe, ihr seht, ich habe es gerade schon mal gespielt. Also ich habe das schon mal angetestet, wie die Steuerung so funktioniert. Und wir machen das Level natürlich nochmal. Kitchen, auf geht's, Freunde. Und ihr werdet gleich sehen, was das für ein wunderschönes Spiel ist. In 3, 2, 1, Toast. I am loading. Vorne auch. So, Mr. Merton, Client Name, bla 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 bla. Ja, wer den Text gerne lesen möchte, der ist auf Englisch, also übersetzen ist nicht so ganz mein Ding. Der kann das gerne tun mit einem gewissen Pausenknopf, der da unten links ist. Müsst ihr einfach mit eurer Maus darunter lenken, wie ich das jetzt gerade tue, hier so ganz langsam. Zack, wo bei mir die Frame-Anzahl steht, ist bei euch dann so ein Pause-Button. Da könnt ihr draufdrücken und falls ihr lesen wollt, fertig.
Ja, dann drücke ich mal auf Ahne und wir legen einfach mal los, oder? Mit Ich bin Brot, Ich bin Bröt, Ich bin Bernd, das Brötchen, Become Toast. Ja, unsere Aufgabe ist es hier. Wir sehen dieses schöne, leckere Weißbrot, während im Hintergrund diese actionreiche Musik läuft. Man muss ja ein bisschen die Atmosphäre hochheben. Und deswegen spielen wir das Ganze auch mit Facecam, weil so viele Emotionen hier passieren werden. Das werdet ihr gleich sehen. Ja, wir sind dieses kleine Toastbrötchen. Zwischen dieser abgeschnittenen Hälfte und diesem ganzen Brotkrumen da, da können wir auch, oh, jetzt habe ich meinen Nachbarn, meinen vorderen Partner, habe ich geschubst, das wollte ich nicht. Und man kann sich halt mit dem Stick hier, kann man sich halt so rumbewegen und dann hat man hier halt so diese R-Tasten, RB, LB, RT und LT, da kann man halt so sich festkleben, da kann man hier so rumdancen, wisst ihr, zu der Musik so. Ja, wir sind natürlich ein Toastbrot, was sich sehr freut, weil es jetzt endlich in die Freiheit entlassen wurde. Wir müssen uns fertig machen. Ihr seht oben links, ich versuche das Ganze mal eben ein bisschen zu erklären. Also wundert euch nicht, es ist ja die erste Folge, da versucht man das Spiel immer ein bisschen zu erklären. Ihr seht oben links diese Genießbarkeitsanzeige und wenn die auf 0% sinkt, dann ist das Spiel vorbei oder die Runde. Man hat die nicht geschafft, bis man nicht da hinten, also wenn man nicht vorher da hinten in den Toaster geschafft hat. Und da müssen wir tatsächlich hin, Freunde. Genau das ist das Spielprinzip. Wir müssen es in den Toaster schaffen, ehe die Genießbarkeit auf 0% gesunken ist. Und das möchte ich heute mit euch angehen, mit dieser wundervollen Musik im ersten Level namens Kitchen. Und ich würde erstmal ein bisschen die Umgebung hier analysieren. Da vorne haben wir ein Bügelbrett. Bügelbrett brauchen wir jetzt nicht so wirklich, weil wir sind ja schon platt und glatt. Ihr seht auch, überall sind so kleine Dreckspuren, zum Beispiel da unten die Fußspuren auf dem Boden. Und was haben wir hier? Hier haben wir Butter. Hallo Butter, möchtest du bitte mein Toastbrot bestreichen oder besteigen? Kann man das irgendwie kaputt machen? Ich fange jetzt einfach mal an. Ihr habt die Webcam da oben. Die werde ich, oh, wo kann ich die denn platzieren? Da muss ich die ja irgendwo unten platzieren, weil sonst steht das ja im Weg da. Ich guck mal, wie ich das mache. Jedenfalls bin ich echt gespannt, wie es hier, oh, wie es mit euch hier zustande kommt. Ich hoffe, ihr habt Lust drauf. Ich habe auf jeden Fall Lust drauf. Und ich wünsche euch einfach viel Spaß bei diesem brotigen Abenteuer. Ich freue mich so sehr auf die Butter. Bam. Ich freue mich so sehr auf die Butter, dass wir erstmal diesen Porzellan zerschlagen. Kann man da jetzt so... Was tun wir gerade da? Ja, Butter-Frisbee. Ob man das auch sieht, wenn man so sich mit Butter... Obwohl, jo, das sieht man wirklich. Achtet mal drauf. Auf die Oberfläche. Zack. Und jetzt können wir mal ein bisschen... Ah, guck mal, wie das rutscht. Guck mal, wie man da drüber gleitet. Was ist das denn? Huch! Brot, möchtest du bitte auf die Butter drauf? Die ist doch schön. Alter! Das hatte ich auch noch nicht. Also ich war vorher auch noch nicht auf der Butter. Ich habe noch nie eine Butter bestiegen. Aber es fühlt sich schon sehr glitschig an. Und schön, guck mal. Oh, ja. Ich möchte gerne buttrig sein. Können wir auch noch mit der anderen Seite da drauf? Ach, das sind wir, glaube ich, schon gewesen, ne? Wir sind immer noch bei der Genießbarkeit mit 100%. Oh, stopp, stopp, stopp. Also man muss sich am Anfang ein bisschen an die Steuerung gewöhnen. Ja, ja, Butterparty. Oh mein Gott, diese Stelle müssen wir, ne? Also diese, genau. So, wir sind jetzt mit der richtigen Kante drauf. Zack, zack, zack. Schön mit Butter bestreichen. So mache ich mein, so schmiere ich mein Butterbrot ja auch immer. Ich werfe es einfach auf die Butter und dann macht es von alleine. Da vorne haben wir ein Messer, das brauchen wir jetzt nicht so unbedingt. So, was haben wir? Nicht auf den Teller. Der ist ganz eklig. Der ist ganz gefährlich, das hatte ich auch gerade schon mal. Was haben wir da? Fruit Flavor Jam. Kann man das, aber wenn man den Porzellan kaputt machen kann, dann kann man wahrscheinlich auch die Marmelade kaputt machen, oder? Ich finde das jetzt geil, wenn man mit Butter eingestrichen ist, dass man so über den Boden gleitet. So, seht mal an hier. Neo, ich bin ein slidendes Brot. Slidendes Brötchen. Oh, ja, Mann. Da ist die Butter und sie wartet nur darauf, bestrichen zu werden. Oder sie wartet nur darauf, uns zu besteigen. Oh ja, oh ja, oh ja, wir sind die Butter. Und wir sind ein Butterbrot mit Marmelade drauf. Schön viel, jawohl, so muss das. Komm, noch ein Stückchen. Komm schon, Marmelade. Besteig mich, du geile Sau. Ich möchte marmeladig werden. Ja, so soll das sein. Das sieht ein bisschen komisch aus, aber das glaube ich muss so, ne? Wir sind jetzt ein leckeres... Alter, das sieht aus wie Götterspeise da drauf.
Wir sind jetzt ein leckeres Marmeladentöstchen. Also wir sind auch noch kein Toast, wir sind ja noch ein Weißbrot. Was gerne in den Toaster möchte. Ich richte mich gerade mal aus. Jetzt schauen wir mal. Da vorne haben wir Eier. Da ist ein Schinken. Da ist ein schönes Radio, was auf uns wartet. Und da ist ein Turm. Also ihr seht da ganz, ganz hinten diesen kleinen Toaster. Wir müssen da ganz schnell hin. Und vielleicht geht das ja... Oh, da spielt gerade noch jemand I'm Brad. Ich weiß nicht, wer das sonst noch spielen wird. Auf jeden Fall könnt ihr gerne auch bei denen vorbeischauen. Ich weiß nicht, der Patrick hat es vorhin mal gespielt. Ich weiß nicht, ob der es auch aufnimmt oder hochlädt. Aber wenn es so sein sollte, unbedingt auch aus anderen Sichten anschauen, weil, wie gesagt, jeder... Oh, ihr seht da oben auch die Grip-Anzeige. Wie gesagt, jeder hat eine andere Spielweise. Und ich weiß auch nicht so genau, ob es da jetzt irgendwie eine Taktik geben wird oder... Wow! Was war das denn? Ja! Wupp! Ich bin Spider-Toast! Njom. Können wir uns denn irgendwie an der... Ich würde jetzt versuchen, den Stuhl irgendwie an den Stuhl zu schleudern. Komm her, Stühlchen. Ich verbeuge mich vor dir. Und da unten seht ihr das Skateboard. Da kann man sie auch tatsächlich mit fahren. Das habe ich gerade schon ausprobiert. Aber jetzt gerade möchte ich erstmal... Boah, das war ja ein 10,0 Sprung. So, jetzt haben wir das hier. Und jetzt haben wir... Okay, wir müssen nochmal warten. Oh, wir sind jetzt auf der falschen Seite mit dem Toast. Müssen näher ran. Komm. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Ja, die Marmelade klebt natürlich jetzt ein bisschen. Deswegen können wir uns nicht mehr so über den Boden rutschen. Ernsthaft? Wir kleben jetzt da fest, oder was? Nein! Oh, ich dachte schon. Okay. So. So. Ja. Ja! Invasion des Toastbrotes. Sehr schön. Das geht doch schon mal gut voran. Zack. Und, yeah. Herzlich willkommen auf der Arbeitskommode, hier auf der Arbeitsplatte. Hier seht ihr schon, da krabbelt ein Tierchen rum. Also ich weiß nicht genau, wer hier wohnt, aber es ist schon ein sehr dreckiger Typ. Könnte der Patrick sein? Nee, Spaß. nur Spaß. Tut mir leid, das war nicht ernst gemeint. Oh mein Gott, wir sind ein freies Toastbrötchen. Ja! Und in der Zeit können wir nochmal den... Alter, also falls ihr dieses Spiel spielen wollt, es ist echt empfehlenswert, sich vorher mit Butter einzureiben. Also... Nicht bevor ihr das Spiel startet, sondern während ihr das Spiel spielt, mit dem Toastbrot. Scheiße. Okay, wir haben die Schale kaputt gemacht. Alter, jetzt klebt die Scheibe an uns, Scherbe an uns fest. Ich bin gerade etwas überfordert mit diesem Spiel. Aber wenn man das etwas antestet, dann geht das eigentlich ganz gut. Zack. Und nächste Mission. Ach, scheiße. Warte mal. Jetzt kleben wir hier so dran. Oh mein Gott. Wenn wir jetzt den Grip verlieren, ne, dann sind wir ganz... Dann sind wir in einem Schlitz, wo wir noch nie rein wollten. Ob wir da wieder rauskommen, bin ich mir nicht sicher. Wir lassen uns lieber fallen. Was sind das denn hier? Sind das Cornflakes oder Chips oder was? Ja. Hallo. Ich möchte nicht festkleben. Wow. Ja. Boah, habt ihr das gesehen? Also wir sind ja ein richtiger Stunt-Toast. Fallen lassen bitte. Oh, guck mal, wir kleben an der Wand. Ja, so ist das, wenn ihr mit Marmelade eingerieben seid. Dann könnt ihr euch auch an einen Kühlschrank kleben. Falls ihr das mal ausprobieren wollt, gerne nachvollziehen. Komm, kleiner Toast. Wir haben noch einen weiten Weg vor uns, aber wir haben schon die Hälfte geschafft. Ah! Alter, dann doch hoch. Boah. Alter Schwede. Wir hängen uns... Oh mein Gott. Ich weiß nicht, wohin mit diesem Toast. Nein, nicht festkleben. Boah. Nein, nicht festkleben. Komm schon, Toast. Kleiner Toast. Nein, wir müssen grabben. Ja, nein, wir fallen gleich runter. Nein. Oh Gott. Das ist aber gut, dass wir jetzt auf dieser Seite sind. Dann können wir wenigstens hier hochschleudern. Nö! Alter Toast, also manchmal frage ich mich, ob du extra sterben willst. Nein, wieder die falsche Seite. Das gibt's nicht. Also ihr müsst ein bisschen aufpassen mit der Marmelade. Also zu viel ist auch nicht das. Ist auch nicht so geil. Komm schon. Oh mein Gott. Hallo? Toast? Kannst du mal aufhören, festzukleben, bitte?
Guck mal, wie das aussieht. Ihhh. Nicht so lecker. Ja. Nein, 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 nein! Wir kommen nicht hoch. Aber wir können was versuchen. Volle Pulle voraus! Ab zum Toaster, Freunde! Aber falsche Oberseite. Komm schon, ich muss mich abkleben. Komm schon. Ja, genau. Nein! Aber egal, das passt schon. Komm schon, Toast! Komm schon, Toast! Toasty? Toasty, ich finde das nicht lustig, dass du da jetzt an der Wand hängst. Nein, wir müssen uns fallen lassen. Aber wir haben ja zum Glück Marmelade dabei. Deswegen müssen wir uns nicht fallen lassen. Also, falls ihr da auf den Boden kommt, müsst ihr echt aufpassen, weil der ist echt dreckig. Hallo? Toasty? Scheiße! Nein, das ist unser Tod. Das ist unser Tod. Oh! Das ist unser Tod! Das ist unser Tod. Ja, wir müssen von neu anfangen. Das kann passieren, wenn die Genießbarkeit auf Null sinkt. Das machen wir natürlich nochmal. Zack, I'm loading. Auf ein neues. Wir sind wieder neu geboren in unserem, in unserer Brotfamilie. Zack, schubsen unsere Nachbarn weg. Wir müssen natürlich die Butter unbedingt wieder mitnehmen. Komm schon. Kleines Toasty-Toast. Toasty-Toast. Du willst es doch auch. Ja. Nee, nicht das Porzellan besteigen. Wir müssen erstmal das Porzellan da runterholen. Also abheben oder kaputt machen. Na? Ja. Mega Fight. Boss Fight mit dem Porzellandeckelchen. Komm schon. Komm schon. Komm schon. Geh runter. Ich will die Butter haben. Ich wollte immer schon Butter haben. Gib mir Butter. Gib mir Butter. Ja. Ja, du willst es doch auch. Ja. Und wenn ich es kaputt machen muss, ich mach alles kaputt. Ich flipp aus. Ja. Ja. Butter. Gib mir die Butter. Oh. Das Spiel ist so bescheuert, aber es macht Laune. Oh! Ich will die Butter nicht mitnehmen. Ich will nur da drauf rumsliden. Hier. Genau das möchte ich machen. Ich möchte das, ich möchte alles mit der Butter machen. Ich möchte mit der Butter nach Paris fliegen. Ich möchte die Butter heiraten. Oh, jetzt haben wir Bohnen am Toast. So ein Bohnen-Butter-Toast. Bohnen-Butter-Toast. So. Ist auch nicht so geil, aber man kann es essen. Uah! Scheiße. Wir nehmen mal Anlauf. So, warte, wir richten uns aus. Und, boah. Ich würde sagen, wir lassen die Marmelade diesmal sein. Denn wir haben ja Bohnen. Huah, huah, huah. Jawohl, das ist doch ein Action-Toast. Nein! Ah! Ran da, ran da, ran da. Nicht eskalieren, Kevin. Immer mit der Ruhe. Boah. Boah. Okay, 29 ist schon runter. Und wir sind noch nicht mal bei der Hälfte vom Weg. Scheiße. Schade, dass wir auch nicht uns irgendwie sauber machen können oder so. Uah. Uah. Nein, nicht runterfallen. Hoch da, hoch da. Oh. Boah, das ist immer so knapp. Ja. Ja, mit einer Ecke, mit einer Kante, mit einer Brotecke fertig festgehalten. Bäh. Oh. Also das Brot ist schon... Lebt am Limit auf jeden Fall. Nein, das kann doch nicht sein. Nein, Toast. Mach jetzt keinen Scheiß hier. Alter. Du kleines Toastbrot. Dein Leben wird nicht mehr lange dauern, wenn du so weitermachst. So, wir müssen uns jetzt erstmal wieder ausrichten. Ganz ruhig. Genau. Was macht der denn? Selbstmord. Nein. Ah! Also wie ihr seht, es ist nicht ganz einfach. Es ist überhaupt nicht einfach, aber es macht Spaß. Komischerweise macht es wirklich Spaß. Hoch da, hoch da. Wir sind bei 5%. Nein. Oh mein Gott, 1%, das schaffen wir niemals. Okay, wir müssen uns auf die andere aufs andere Schränkchen schleudern. Ja, ja, sehr schön. Wir müssen dahin, wo keine Kanten sind. Wow. Oh nein, das war's. Komm, aller guten Dinge sind drei. Wir schaffen das heute noch. Wir schaffen heute noch
wir schaffen das heute, diesen Toast in den Toaster zu bekommen. Dieser kleine Toast, dieses kleine Toastbrot möchte einfach nur in den Toaster. Es möchte einfach nur glücklich sein. Es möchte einfach nur braun werden. Es möchte mal wieder in den Urlaub fliegen. Mit Braunheit. Damit es lecker schmeckt. Damit es genossen wird. Mit oder ohne Marmelade. Ist egal. Es möchte einfach nur braun und crossy sein. Ich wollte auch braun und crossy sein, aber ich hab's nie in den Toaster geschafft. Dann wollen wir uns einem kleinen Toastbrot mal den Wunsch erfüllen. Aber nicht lass den Tisch runterfallen. Wir brauchen diese Butter. Jeder braucht Butter. Butter braucht man einfach, um über den Boden zu rutschen. Oder um glücklich zu sein. Hör! Beschmier mich mit deiner wundervollen Buttrigkeit. Du kleiner Butterzapfen. Ja. Was ist das für ein Scheiß? Oh Gott, ey, warum tue ich mir sowas an? Einerseits, damit ihr mich auslachen könnt, aber es macht ja wirklich Laune. Oh, das ist ja das Ding. Wir müssen darüber, Freunde. Nein, nicht in die Bohnen. Was ist los mit euch? Ja, genau, da müssen wir drauf. Oh. Ja. Was macht ihr denn am liebsten auf eurem Toast drauf? Ich würde es ja auch noch cool finden, wenn wir irgendwann so in Nutella rein können oder so. Oh, Nutella-Toast. Das wäre jetzt was Schönes. Aber wir haben jetzt einen Buttertoast. Mit viel Butter. Und wir sind bereit. Nein, Marmelade, geh weg. Ich will nicht kleben. Wir sind bereit für unseren langen Weg zum Toaster. Uah! So, eben ausrichten. Na, genau. Und zack. Und zack. Komm schon, Stuhl. Komm schon, Stuhl. Ja. Jawohl, und nochmal. Nein! Oh. Aufgepasst. Aufgepasst. Festhalten. Haltet euch fest, Freunde. Oh. Sehr schön. Sehr schön. Super. So. Es ist nicht mehr weit, Freunde. Dann haben wir es endlich geschafft. Was ist das denn hier? Yammer Yammer. Das ist wahrscheinlich der Name des Herrn, der hier wohnt. Oder ist es einfach eine Tupperbox, wo was Yammer Yammer drin ist. Und jetzt will ich mal was versuchen. Herzlich willkommen zum großen TV Total Toast Springen. Ich glaube, wir werden es schaffen, Freunde. Oh mein Gott. Stell dich in Toast. Siehst du nach unten? Es ist ein großer Schritt für uns. Aber, nee, es ist ein großer Schritt für dich. Es ist ein kleiner Schritt für uns, aber ein großer Schritt für Toasty Toast. Bist du bereit für den ultimativen Sprung? Ja. Okay, wir nehmen Anlauf. Erstmal hier nach vorne. Oh, nein, das wollte ich nicht. Ah! Wow. Nein. Halte dich fest, Toast. Es ist ein weiter Weg, aber wir können es schaffen. Wir können es schaffen, wenn wir zusammenhalten. Ja, ja. Wir haben es geschafft. Jetzt ist es nicht mehr weit. Wir sind kurz vom Toaster. Wir sind kurz vom Toast. Hallo? Toaster? Ins Katzenklo, ernsthaft? Bist du bescheuert? Kannst doch nicht ins Katzenklo. Ja, sehr schön. Na! Oh! Oh! Halt dich fest! Alter Schwede! Warte, so, so, ausrichten jetzt ganz langsam. Das ist jetzt hochpräzise, wie wir da arbeiten müssen. Wir haben hier zwei Schlitze und wir haben nur einen Toasty, wo wir damit reinstechen können. Oh! 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 Ich bin ein Toast, oder? Okay, noch nicht ganz, aber gleich. Ich werde gleich ein Toast sein, ich spür's. Zurück, zurück. Ja. Ganz langsam, mit Gefühl. Mit. Und loslassen. Ja, toasten. Toasten, was das Zeug hält. Yes. 100%. Nein, wir sind noch nicht mehr weit. Direkt ins nächste rein. Jawohl. Ha. I am toast. So sieht das aus, Freunde. Zack. Oh. Jetzt sind wir ein bisschen sehr braun gebrannt. Aber wir sind immer noch genießbar. I am toast. Wir sind hiermit im Level Kitchen. Offiziell ein Toast. Genießbarkeit ist 18,81. Geht noch. Toastqualität 94%. Kann man machen. Deliciousness, also wie gut es schmeckt. Oh, der Toaster fällt, glaube ich, runter. 8,0 und Time 4,5 Minuten. Kann man doch machen. Muss man aber nicht. Und ja,
Ich würde sagen, könnt ihr gerne mal in die Kommentare schreiben, wie ihr dieses Spiel findet. Ich finde es sehr lustig und ich bin echt gespannt auf die nächsten Level mit euch zusammen, falls ihr Lust habt. Also, ich weiß nicht, ob es jeden Tag kommen wird, aber... Voll am Abdancen. Voll, weißt du, er hat es in den Toaster geschafft und er ist einfach glücklich. Man sieht das daran, weil er den Toaster reitet. Also er ist so glücklich, dass er direkt mit diesem Toaster Party machen muss. Und ja, ob wir mit dem Toaster auch in der nächsten Folge Party machen, das sehen wir dann im nächsten Level. Ich bin sehr gespannt, was es sein wird oder wie es aufgebaut sein wird. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder von Ich bin Toast. Ich mache mich zum Toastbrot oder was auch immer. Könnt ihr euch ja gerne mal ein paar Namen ausdenken. Und ja, hab mich gefreut, dass ihr dabei wart. Schreibt eure Meinung gerne in die Kommentare. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder, wenn es wieder heißt Ich bin Toast oder toaste mich, was das Zeug hält. Bräune mich, toaste mich, du Sau, oder, ein Herz für einen Toaster, oder Toast sucht Toaster, oder was weiß ich. Jedenfalls sehen wir das alles in der nächsten Folge. Hab mich gefreut und bis zum nächsten Mal. Tschüss.